Wie eben Leute, seid willkommen! Das Golfbrach Hurnest steht bei euch! Schaut gut an, auf jedes Jahr wieder neu! Wir golfen, sind wacker stolz! Wir sind bodenständig und aus gutem Holz! Ich freue mich am meisten auf das Zeichenbloch. Auf den Zusammenhalt den ganzen Tag, dass alle miteinander gleich Strick ziehen. Es ist auch schön, wenn man das Gefühl hat, dass es jetzt langsam losgeht, dass es Bloch ist. Kollegen und das Zeichen und ja, alles ein bisschen. Ich freue mich auf alles. Auf den grossen Tag, dass wir es alle ein miteinander schön haben. Es ist einfach unbeschreiblich schön an diesem Tag. Ich begrüße zur zweiten Blochversammlung. Ich bin jetzt hier an der Golfer-Blochversammlung und jetzt machen wir die Eingeteilten für das Bloch für den Grosstag. Für neue Jäger und Jagdhornblöser, Ritter Freistecht. Meine Aufgabe am Golfer-Bloch ist halt, das Bloch helfen mitzuziehen. Und am Schluss dann noch auf dem Bloch neben das Vergante, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Und darum lasse ich mich überraschen. Ich ziehe mit Philipp Düssel am Zehrten Stecken. Da ist ein Bub in der Braune. Ja, ich bin halt einfach ein Bub in der Braune Hose. Am meisten freue ich mich auf den grossen Tag, dass wir es alle ein miteinander schön haben und können ein bisschen miteinander zu Bloch ziehen und am Schluss auch verganten. 910 Franken! 920 Franken zum... Verganten heisst, dass man das Bloch versteigern. Und dann tun wir aber nicht nur das Bloch, sondern auch, wenn jemand noch etwas spendet von den Sponsoren, haben wir auch noch ein paar Sachen, die wir dann verganten. Und dann schauen wir, dass wir dann am Schluss auch etwas im Kessel haben. Auch wenn es noch geschlagen wird. Ja. Zum letzten Mal! Danke vielmals! Gott, danke! Am nächsten Sonntag müssen wir uns das Bloch schmücken. Hier werden wir froh, wenn wir helfen können. Den Ofen mussten wir anmachen für den Schmied. Der Schmied sitzt hinten drauf. Und dort immer ein bisschen Kräse in den Ofen und dann anzünden, dass es raucht. Für den muss der Ofen hier oben gut heben. Nachher haben wir Kräse geholt, haben wir Büschel gemacht und sie dann hier hin tun. Und da haben wir eigentlich vor allem gebraucht für das Schmücken, für das Bloch und für das Beiwägeli. Für die Regeln des Bloch, einfach, dass es gut aussieht. Kränze haben wir so wie beim Adventskranz so eine Vorlage gehabt. Und dann haben wir da rundum halt Kräse und halt mit Draht rundum gewickelt und nachher noch Rösli, das ein bisschen schön aussieht. Auch, ja. Es ist sicher eine grosse Vorfreude, die man dann auch auf das Bloch hat. Es ist halt schon noch schön, wenn man bei so etwas dabei sein kann. Also, ja. Ja, die Nervosität hält sich in Grenzen, sage ich jetzt mal. Aber ich habe das Gefühl, das wird ein schöner Tag. Und dann freuen wir uns auf nächsten Samstag. Ja. Saskia Fender, Sarah Fender.
Ja, sie folgen mir halt recht schön, aber bei den Eltern, die mich halt gut kennt, hat dann halt auch mal etwas Maul auf. Und, ja. Aber es ist auch mal einfach spässig. Ja, ich bin der Pia mit Frick und bin Schnitzer vom Bloch. Und was im Zug auch helfen, das Bloch zu ziehen. Und ich habe jetzt hier so ein Räffli und die Kuh oben links habe ich selber geschnitzt. Und sonst hat mir der Grossvater ein bisschen geholfen. Ich habe mich einfach eher gefreut auf ihn. Ich mache hier am Gofenbloch mit, weil es mir gefällt. Und ich bin gegen Kessel auf. Ich züchte ja die Landschaft und das frage, ob sie nicht etwas wollen spenden. Ich bin der Schmidt und ich schaue, dass es klopft. Und dass es räuchen tut. Gut, die haben zu uns gegeben, ein bisschen zu trinken gegeben und die Füße sind ein bisschen weh. Aber jetzt machen wir eine kleine Pause, dann geht es dann weiter. Ja. Als wir losgelaufen sind, war es schon aufregend. Und jetzt hier, die verschiedenen Gehälter sind auch immer unfassbar. Wir haben Guetzli verteilt, den Zuschauern. Und auf diesen Guetzli hatte es ein Zettel dran, wenn es nächstes Mal das Block ist. Sie leuchtet und sagt, aufgeht tun wir nie. Dem schönen Brauch wollen wir es angeben. Und zwar unser ganzes Leben. Der Wurmmann. So, jetzt kommt mal noch zu der schönen Bauerngans. Das Schönste am ganzen Tag war halt alles. Und das Vergangene war halt selbst noch ganz schön. Ja, und es ist blöd gesehen, der Nachzahl war schön. Zum
Liebe Leute, wir wünschen euch viel Glück und das Allerbeste. Und dann nächstes Jahr wieder unsere Gäste. Das Schönste war, dass wir miteinander gehen konnten, dass alle dabei waren. Und das Zeichen halt. Und das schöne Wetter, das hat mich alles gefreut. Ja.